die Statue von Maria in unserer Pfarrkirche weist darauf hin, dass sie mit uns unseren Lebensweg geht, aber auch unsere Mithilfe braucht. Sie zieht einen blauen Mantel an. Blau ist die Farbe des Wassers, der Stille, der Entspannung, des Vertrauens und der Verlässlichkeit. Als Farbe des Himmels steht Blau auch für die Ewigkeit und Wahrheit. Blau war früher die Farbe der Könige. Nur sie durften einen Mantel dieser Farbe tragen. Blau war unglaublich teuer. Noch heute würde ein Kilo reines Ultramarinblau aus geriebenen Edelsteinen viel kosten. Das Kleid von Maria ist grün. Grün ist die Farbe der Natur, der Harmonie, des Lebens, der Ruhe, der Erholung, des Frühlings, der Hoffnung. Verbunden mit Maria symbolisiert die grüne Farbe bei der Renaissance Keuschheit, Freude und Liebe. Auf der linken Hand trägt Jesus eine Eule. Die Eule ist ein Greifvogel, der in der Nacht fliegt. Im alten Ägypten war die Eule Symbol des Todes. Später wurde die Eule als Symbol der Weisheit, der klaren Ideen und der Intelligenz verstanden, weil sie durch die Finsternis sehen kann. Die Eule in der Hand Jesu deutet an, dass er jede Macht über die Finsternis, Einsamkeit, Trauer und schlechte Nachrichten durch seine Auferstehung vertrieben hat. Er ist der Weiser, der unsere Nacht der Seele erleuchtet und uns zum Licht führt. Der Granatapfel in der rechten Hand von Maria mit seinen vielen Fruchtkernen ist zuerst ein Symbol für die Einheit in der Vielheit, für Fülle und für schöpferische Gestaltungskraft. Er steht für Fruchtbarkeit, Liebe und Leben. Der fehlende Arm von Jesus weist darauf hin, dass wir seinen Arm sein sollen. Er brauchte unsere Hilfe, um die Liebe Gottes umzusetzen.